die O-Antiphonen. Was es mit diesen auf sich hat, erkläre ich in einem eigenen Video. In diesem Video geht es um die zweite dieser Antiphonen. Der Titel Adonai weist Christus als den Herrn und Gott Israels aus. Er, das ewige Wort, hat zu Mose im Dornbusch gesprochen. Er, das ewige Wort, hat das Gesetz am Horeb gegeben. Es ist dies ein Gedanke, der bei vielen Kirchenvätern zu finden ist. Die Manifestationen Gottes im Alten Bund sind Momente, in denen nicht der Vater selbst spricht, sondern er durch den Logos sein ewiges Wort sich offenbart. Verglichen mit dem Thema der ersten Antiphon, wo Wort und Weisheit in Gott selbst und im Schöpfungsakt betrachtet werden, ist hier die Rede vom Wort, das in die Heilsgeschichte hineingesprochen wird. Es wird konkret, es trifft auf einen Empfänger im Volk, das durch dieses Wort gesammelt und geheiligt wird. Die beiden alttestamentlichen Bezugspunkte, Dornbusch und Gesetz, werden bewusst herausgestellt, denn sie sind voll von Bezügen zur Menschwerdung. Der Dornbusch, der brennt, ohne zu verbrennen, ist vielen bekannt als Bild für Maria, die als bloßer Mensch den menschgewordenen Gott unter ihrem Herzen trägt, ohne zu vergehen. Der brennende Dornbusch ist aber auch ein Bild für Christus selbst, in dem zwei Naturen, die göttliche und die menschliche, vereint sind. Das Unfassbare im Fassbaren, das Göttliche ohne das Menschliche auszulöschen, die lebendige Flamme im lebendigen Geschöpf. Auch der zweite Bezugspunkt, der Bund am Horeb, ist eine alttestamentliche Vorausbildung für die in Christus gekommene Wirklichkeit. So wie Mose vom Berg stieg und das Gesetz Gottes brachte, so stieg der Sohn herab und brachte die Erfüllung des Gesetzes in der Liebe. Die zweite O-Antiphon ruft also den alten kirchlichen Gedanken in Erinnerung, dass Christus nicht als Fremder zum Volk Israel kam, sondern als der, der die ganze Heilsgeschichte hindurch dieses Volk geführt und sich ihm offenbart hat. Im Dornbusch, am Horeb, zuvor schon im Besuch bei Abraham, in der Feuersäule, die dem Volk voranging, in den Propheten und zuletzt endlich in seinem Kommen zu Bethlehem. Was können wir daraus mitnehmen? Die Gewissheit, dass Gott auch in unserem Leben kein Fremder ist. Er führt uns durch diese Welt, nicht immer dorthin, wo wir meinen, hinzumüssen. Aber er weist uns stets den Weg zum Heil. Er hilft uns auf, wenn wir fallen, und er sprengt die Ketten unserer Anhänglichkeiten und Abhängigkeiten mit seinem starken Arm.